Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück. Ich bin Michael und das ist eine weitere Folge Call in Exiles. Age of Heroes, Zeitalter der Helden im Kapitel 1. Und ich hau diese Folge etwas früher raus wie sonst, nämlich sobald ich es jetzt durch habe. Also nicht erst um 18 Uhr. Warum? Weil ich hier auch eine Warnung verpacke. Und für die vor allem, die sei es jetzt Solo spielen oder eigene Server betreiben. Der Hinweis zieht unbedingt nochmal ein Backup und checkt, ob alles in Ordnung ist, weil mir ist mein erster Thrall komplett abhanden gekommen und ich denke, ich könnte den zweiten auch nachher gleich noch verschwinden lassen. Klingt jetzt ein bisschen merkwürdig. Ich habe das Ticket dazu schon, beziehungsweise ich habe ein offenes Ticket oder eine Meldung im Forum, in dem auch ein Dev oder ein schon darauf reagiert wurde, wo dann die Bitte kam, ja, er soll das doch bitte eben auch testen, wenn keine Mods aktiv sind. Da habe ich dann daraufhin schon geantwortet. Bei mir tritt genau dasselbe auf. Habe auch ein paar Bildschirmfotos mit dazu und weitergehende Informationen. Es verschwinden Thralls, und zwar Arbeiter-Thralls. Mir ist es heute aufgefallen. Ich wollte eigentlich heute so ein bisschen über Living Settlement eine Folge machen, habe schon ein bisschen, ihr seht, ich baue da jetzt auch schon, damit die eben auch ihre Quartiere haben, etc. bla bla. Und ich habe gedacht, so, ich laufe rum, ähnlich wie jetzt, wobei das hat jetzt noch einen anderen Grund. Ich sehe keine Thralls. Okay, die stehen nirgends rum. Die einer sitzt hier und das war es ungefähr genau so, hat sich's angefühlt. Ich bin dann hier ins Quartier rein. Hier lag der Koch, aber eben auch nur der. Und der Rest ist weg. So, oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Bin dann hergegangen und habe, und das solltet ihr eben auch machen, Karte an, Follower und alle eure Handwerker aktivieren, damit ihr seht, wo sind die. Und wenn man dann sagt, okay, zeig sie mir auf der Karte, dann sollten die eigentlich alle hier sein. Ich habe ja noch zwei andere Standorte, aber da habe ich die Handwerker, die dort sind, noch nicht ausgepackt. Das heißt, die einzigsten, die ich sehen sollte, wären eigentlich hier. Und was ich gesehen habe, waren zwei Sachen. Das eine ist, ich hatte hier wieder einen Handwerker angezeigt bekommen. Und ich bin dann her und habe dann gesagt, okay, jetzt würde es mich einmal interessieren, wen sehe ich wirklich? Und was eben auch wichtig ist, wenn ihr hier einen Follower, ich schalte nochmal um auf Deutsch, ich hatte es bloß vorher wegen den Fehlermeldungen kurz auf Englisch umgestellt, damit ich die richtigen Begrifflichkeiten verwende, wenn ich mich da im Forum melde. Wenn ihr unter Getreuen geht, dann habt ihr, hier bin ich jetzt an dem Standort, ich habe nur einen Standort, wo ich die Leute ausgepackt habe, die sollten alle weiß sein. Es sollte keiner grau sein. Das heißt nicht in meinem Registrierungsbereich jetzt, ja. Und ich hatte zwei Stück drinne, beziehungsweise, ja, doch, zu dem Zeitpunkt muss ich aufpassen, zwei Stück. Ein Icon aber nur auf der Karte hier oben im Norden. Und dann habe ich gedacht, okay, dann beam ich mich hier hin. Ja, ich bin noch Admin. Kleinen Moment mal. Ich muss mich mal ganz schnell. Okay, ich bin jetzt Admin, Administrationsmenü. Und jetzt kann ich mich auch beamen. Ich zeige euch nämlich, wo ihr euch ungefähr hinbeamen müsst. Ist jetzt ein bisschen blöd, weil das Icon fehlt, aber ungefähr hier. Und wenn ihr da den Use, also den Getreuen seht, genau da diese beiden und hier oben schwebt er dann. Das heißt, ihr solltet dann hier oben hochfliegen. Und wenn ihr hochfliegt, der ist nicht allzu hoch, der müsste ungefähr, ich hatte einen Screenshot gemacht, ungefähr in der Höhe sein. Dann könnt ihr den rechte Maustaste sagen, hier Follow und euch dann eben als Admin wieder zurückbeamen und dann kommt er auch mit. Also das funktioniert schon mal, Gott sei Dank, für den, der da schwebt. Ich habe bisher in dem Szenario immer nur einen gehabt, der da schwebt. Und der folgt euch dann, das ist gut. So, dann habe ich gedacht, prima, ich habe nochmal einen, eben hier, der immer noch grau ist, aber den sehe ich nicht. Dann habe ich gedacht, okay, du kannst jetzt hier sagen, Fenster aktualisieren. Ich tue es jetzt mit euch zusammen, weil eventuell verschwindet jetzt der. Weil für den, wenn ich jetzt alle anderen ausmache, sollte ich jetzt ja irgendwo ein Icon auf der Karte haben. Ich habe es aber nicht. Also, weder hier noch hier
Und auch sonst nirgends auf der Karte. Das heißt, der ist nicht mehr vorhanden. Was ich jetzt machen kann, eventuell, das können wir jetzt mal probieren zusammen, ist den Getreuen zu retten. Ich meine, das ist ein singerianischer Gerber. Wäre mir an sich egal. Ich probiere den mal zu retten. So, Spielergetreu wurde kürzlich attackiert. Wo immer das auch sein mag. Das heißt, wir haben jetzt noch 10 Minuten, die können wir gerne noch warten. Beim anderen war es dann so, ich bin dann hier auf Fenster aktualisieren gegangen, damit dieses Fenster neu aufgebaut wird. Und dann ist der Thrall, der eben hier, das war ein Zauberer, der ist dann komplett verschwunden. Und wenn man dann hier ins Eventlog geht, hat man keinen Eintrag. Ja. Das heißt, wir haben hier. Ah, okay, da ist jemand getötet worden. Da habe ich nicht aufgepasst. Schade, schade, schade. Das ist egal. Das war gestern. Aber hier haben wir keinen Eintrag in, dass dieser Thrall, dieser Zauberer jemals existiert hat. Der ist verschwunden ohne Hinweis. Und das ist super kritisch. Was ich dann als nächstes gemacht habe, um einfach zu verhindern, dass weiter Thralls in den Norden porten oder auch verschwinden. Wie gesagt, den einen können wir in 10 Minuten nochmal versuchen, ob wir den dann retten können. Ich bin dann hergegangen, habe gesagt, okay, dann gehe ich her und schalte die lebende Siedlung ab. Wenn das damit zusammenhängt, das ist jetzt eben auch mein Test sozusagen, dann will ich sehen, dass ich keine Funktionalität in Bezug auf die lebende Siedlung habe. Hab das, dann muss man den Server neu durchbooten. Und jetzt passiert die zweite Merkwürdigkeit. Der einzigste Thrall, den ich noch gefunden habe, der nicht an der Station war, war der Koch, wo ich vorher gesagt habe, der lag oben auf dem Bett. Der hier war vor dem Fehler und während der Umstellung und nach der Umstellung hier schön an der Station. Ebenso dieser Thrall, auch der war aber vor der Umstellung auch schon an der Station. Der war aber gestern auch schon, das ist auch so dieser Indikator gewesen, so irgendwas stimmt nicht mit dieser lebenden Siedlung. Das sieht genau gleich aus wie gestern, wo ich mich ausgelockt habe. Das war auch der Grund, warum ich dann geguckt habe, wo treiben sich eigentlich meine Thralls rum. Der ist auch noch da. Das ist der Koch, den ich aufgeweckt habe. Den habe ich jetzt mal hier schön platziert. Und jetzt habe ich Folgendes. Angeblich sollte ich, wenn ich jetzt hergehe. Das gucken wir uns auch gleich mal an, weil sie sind scheinbar da. Ich habe hier Dianas Stahlformer. Ich kann mit ihr arbeiten. Zumindest ist sie hier angezeigt. Ob sie die Boni gibt, habe ich noch nicht überprüft. Und wenn ich auf der Karte schaue, wo bist denn du? Da. Wir schauen mal, wo sie ist. Gucken auf der Karte. Ah, sie muss eigentlich direkt hier sein. Aha. Wo? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo sie ist. Sie ist angeblich da, um mir auch einen Bonus zu gewähren. Ich kann sie auch hier auswählen. Ich sehe sie auch hier. Das heißt, sie funktioniert, weil sonst könnte ich hier nicht eine dicke Haut herstellen, weil ich brauche ja hier wirklich einen aktiven Thrall, damit diese zwei Optionen hier überhaupt zur Verfügung stehen. Das heißt, ihr seht, das geht. 206, das habe ich nicht aufgepasst. Machen wir nochmal einen. Es müsste jetzt 207 sein. Also ich hoffe nicht, dass hier bloß das Material verschnurzelt wird. Ja, also das funktioniert. Aber sie ist nicht da. Ja. Das gleiche gilt für meinen Schmied. Den habe ich hier zur Auswahl. Ich sehe ihn nicht. Und hier haben wir beide zur Auswahl.
Aber wie gesagt, sie sind eigentlich nicht auffindbar. Im Moment will ich von den beiden absehen, sie zu retten. Ich vermute mal, dass es gehen könnte. Aber im Moment, nee, eher nicht. Also, das nächste Mal gucken, ob es jetzt geht. Jetzt geht's wieder, okay. Ich hatte vorher die Merkwürdigkeit, dass ich keine Gegenstände mehr in die Leiste ziehen konnte. Ich konnte sie rausnehmen, aber konnte keine neuen reinnehmen. Das über eine ganze Zeit lang. Also, das war jetzt nicht irgendwie ein Lag oder sowas. Ich weiß nicht. Maybe es ist jetzt, weil ich mich jetzt wieder als Administrator angemeldet habe. Ich werde das nachher mal testen, wenn ich mich wieder als normaler Spieler anmelde, ob da wieder alles geht. Also, das war übrigens auch ein Bug, der jetzt hier aufgetreten ist. Zu dem Verschwinden der Thralls und vor allen Dingen diese zwei Varianten oder drei Varianten, nennen wir es jetzt mal drei Varianten. Wir haben einmal die Variante, dass der Thrall hier oben im Norden angezeigt wird und dann kann ich auch hinbeamen, wenn ich Admin bin, wenn das geht überhaupt, dann kann ich mich hier hinbeamen und ihn in den Folgemodus nehmen und retten. Das ist die Variante 1. Die Variante 2 ist, dass er komplett verschwindet, so wie jetzt der Zauberer. Den hatte ich noch gesehen, aber eventuell wäre der eh irgendwann aus der Liste verschwunden. Das ist das, was ich auch im Forum gelesen habe, was andere aufgefallen ist. Das heißt, da ist ein Thrall verschwunden. Er wird gar nicht, also nicht mehr in der Liste angezeigt, wird auch natürlich nicht mehr auf der Karte angezeigt, weil ich ihn nicht markieren kann. Wie soll ich ihn auch markieren? Ja, der ist wirklich weg. So wie mein Zauberer jetzt. Und die Variante 3 ist die, dass ich wie jetzt der Gerber, das heißt, ich habe scheinbar noch einen Getreuen, der nicht in meiner Nähe ist, den ich aber, mal schauen, sehr wahrscheinlich auch nicht retten kann. Und ich behaupte, wenn wir den in 10 Minuten versuchen zu retten, dann wird immer noch eine Meldung kommen. Und wenn ich dann hier Fenster aktualisieren sage, dann kann es durchaus sein, dass er hier komplett aus der Liste verschwindet. Ja. Und der vierte Bug, den wir jetzt haben, ist der, dass wenn man dann das Leben der Siedlung abschaltet, dass dann nicht die Begleiter, die Arbeiter-Thralls hier in der Siedlung dann an ihre Plätze zurückgehen. Na, okay, das sei noch dem Umstand geschuldet, dass man ja nicht weiß, wo man sie genau platzieren möchte, aber sie tauchen überhaupt nicht auf. Also das heißt, die jetzt vor dem Umschalten schon an ihrer Arbeitsstation waren, die sind nach dem Umschalten auch weiterhin an ihrer Arbeitsstation. Aber die, die nicht an der Arbeitsstation waren, eben wie jetzt mein Schmied und mein Rüstungsmacher, die beide schon vorher für mich nicht optisch auffindbar waren, die sind immer noch nicht auffindbar und stehen zumindest in der Anzeige zur Verfügung. Ich muss mal schauen, ob sie auch die Boni gewähren. Das wäre noch ein Test. Das heißt, wenn ich jetzt hierher gehe und sage, ich will zum Beispiel ein... wir brauchen eine Waffe, weil ich weiß, dass die Ding keine Boni geben. Ist eigentlich egal. Nee, dann machen wir es billiger. Machen wir es billiger. Ich gehe hierher und sage, ich will hier einfach. Okay, ich bereite kurz was vor und dann hole ich euch wieder dazu. So, also. Na, hör doch mal auf. Also, ich habe mir einmal das Adalas-Schwert einfach gecheatet. Das heißt, da haben Gesundheitsschaden 14, 8% Rüstungsdurchdringung. Und genau das Schwert stelle ich jetzt her mit dem. An dieser Werkbank mit dem Schmied sollte mir also eine erhöhte Rüstungsdurchdringung bringen und mehr Angriffsschaden. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Das ist das Doppelschwert. Das ist das Schwert. Das stellen wir jetzt mal her. Dann müssten wir ja sehen, ob der zumindest, obwohl ich ihn jetzt nicht sehe und ich weiß nicht, wo er ist, ob der mir hier jetzt einen Bonus bringt. So, das heißt, hier haben wir 9%, hier haben wir 8%. Also, der bringt uns auf jeden Fall etwas mehr Schaden, er bringt uns etwas mehr Rüstungsdurchdringung. Und die Frage ist natürlich eine ganz andere. Wie sieht das aus? Was bringt uns die Werkbank alleine?
Bringt die uns überhaupt was? Ich meine, nein. Ich bin ein bisschen verwirrt. Okay, also zumindest scheint hier was zu ziehen. Ich will den jetzt auch nicht rausnehmen, weil ich kann ihn, das ist übrigens auch interessant, ich kann nicht sagen, ich will gar keinen haben. Aber egal, also, sei es drum. Das heißt, wir haben ein massives Problem. Dass ich hoffte, dass es nicht auftritt, weil genau dieses merkwürdige Verhalten, dass Thralls verschwinden, Thralls in den Norden geportet werden, diese Meldung ist bereits zur Beta an die Devs gegangen. Und das war ein gemeldeter Fehler. Inwieweit der zu diesem Zeitpunkt wirklich als Fehler aufgenommen wurde, kann ich schlecht sagen. Aber es ist definitiv so, dass genau dieses Fehlverhalten schon während der Public Beta gemeldet wurde. Und hier, jetzt kommt das zum Tragen, wovor ich Angst hatte. Ein schlecht bis gar nicht gezielt reproduzierbarer Fehler, der zu Verlusten führt. Und der jetzt wahrscheinlich mittelfristig einen kleinen bis größeren Shitstorm auslösen wird. Das ist genau das, was ich hoffte, was nicht eintritt. Mit dem Update, dass hoffentlich nicht genau so ein dämlicher Fehler auftritt. Jetzt können wir im Moment nur abwarten. Was ist meine Empfehlung? Meine Empfehlung ist auf jeden Fall erstmal das lebende Siedlungsgedingens abschalten. Wenn ihr noch alle eure Thralls seht, abschalten, rein durch Surfer durchbooten oder wenn es ein Singleplayer-Game ist, neu starten, reingehen und platziert eure Thralls, damit ihr sie seht. An den Arbeitsstationen, ihr seht ja auch jetzt, ohne dass die rumlaufen, ist es ausreichend, wenn ich einen Schmied habe, der taucht eben an den verschiedenen Stationen auf, wo er Sinn macht. Das heißt, das schalte ich nicht ab, ich schalte nur ab, dass die sich bewegen. Und ich glaube, dass dieses freie Bewegen und dass wir da irgendein Thema haben, was dann dazu führt, wenn sie sich nicht bewegen können, irgendwann mal teleportieren und dieses Teleportieren dazu führt, dass sie auf diesen 000 Spot oder eben zumindest auf diesen sehr merkwürdigen Spot dort im Norden teleportiert werden. Und was ich mir vorstellen könnte, wenn der Platz ist dann belegt, wir hatten den Umstand schon einmal vor vielen Jahren, dass dort sich wirklich an diesem 0.0.0 Spot Dutzende von Kreaturen gedrängelt haben. Thralls, erschlagene Gegner, durch den Boden gefallene Gegner und. Das dann zu einem riesen Surferlecke wurde. Das ist dann irgendwann gefixt worden. Und ich hoffe jetzt nicht, dass sie das so gefixt haben, dass sie sagen, okay, wenn sowas vorkommt, dann soll eben nur ein Objekt dort spawnen und alle anderen Objekte können dort nicht mehr spawnen und dass wir dann genau diesen Umstand haben, dass wir dann, weil die anderen dort nicht spawnen können, dass die dann eben in der Liste auch grau angezeigt werden, ich es aber nicht retten kann. So, ich würde mal ganz kurz das Video pausieren und bis ganz sicher die 10 Minuten um sind, dann gucken wir, ob wir den anderen noch retten können, wenn nicht, was passiert, wenn wir die Liste dann aktualisieren. Ich hole euch wieder dazu, sobald es weitergeht. Bis gleich. So, ich hole euch zurück, weil ich habe zumindest mal zwei Leute gefunden. Das ist interessant. Ich bin jetzt im Geistmodus. Ist ja auch leider Gottes etwas, was... Oh nee, Gott sei Dank. Oder ja, wie man sieht, was nicht jeder kann. Also Gott sei Dank auf den Surfern. So, wo sind die zwei? Die stehen hinter diesen leibeigenen Töpfen. Und zwar stehen die eben auf der anderen Seite. Das ist natürlich auch ein interessantes Feature. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Kollegin nehme, dann sollte ich die irgendwo anders hinstellen können. Jawohl. Also, die habe ich schon mal gerettet.
Und jetzt tun wir den noch. Das ist mein. Den tun wir dahin. Das ist doch jetzt auch richtig rum oder war es jetzt verkehrt rum? Nee, das war genau verkehrt rum. Also, dann tun wir dich hier erstmal hier hinstellen. Dann holen wir die Kollegin da unten und stellen die da oben hin, damit ich sie an den richtigen Positionen habe. Und ich dann eben auch allzu weit weg. Stellen wir dich mal kurz hier hin. Und dann stellen wir dich da hin. Und dich stellen wir darunter. Oh, das hat es nicht gesnappt. Okay. Das heißt zumindest, die zwei sind mal aufgetaucht. Das ist schon mal positiv. Aber jetzt gucken wir mal, wie spät haben wir. Jetzt gucken wir noch mal in die Sache Kreativmodus verlassen. Ja. Jetzt gucken wir noch mal nach dem Getreuen, den ich noch vermisse. Jetzt gehen wir erstmal her, sagen, okay, die nehmen wir raus. Und den haben wir ja immer noch hier. Mal gucken, wenn ich jetzt sage retten. Oh, 3 Minuten brauchen wir noch. Okay, das klingt ja schon mal nicht schlecht. Die 3 Minuten warten wir noch und dann gucken wir mal, ob wir wirklich retten können. In diesem Sinne, bis gleich. So, ich habe natürlich nicht auf die Uhr geguckt. Ich bin einfach in die Küche gegangen, habe einen frischen Latte gemacht und ihr werdet bestimmt sagen, hier macht ihr lieber einen Tee bei der Stimme und bei deinem Husten. Aber ich kann es echt nicht mehr sehen. Ich habe jetzt eine Woche lang Tee getrunken und ich bin ja der Kaffeemensch. Und es gibt dann so einen Punkt, wo ich sage, nee, also noch mehr geht nicht. Lieber ersticke ich jetzt hier an dem Husten, aber ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee. Also, gucken wir mal kurz, ob die schon um sind oder ob ich. Wir gucken hier, retten. Und retten, ja, okay. Getreue nicht gefunden. Das ist genau das, habe ich mir schon gedacht. Das ist das, was andere auch schon gemeldet haben. Man kann sie nicht retten. Es gibt es aber, es sind 2 Faktoren, die wir jetzt sehen. Das eine ist, er ist scheinbar irgendwo angeblich gewesen, wo er angegriffen wurde. Deswegen kann ich ihn nicht retten. Und jetzt ist die Zeit um. Jetzt findet er nicht. Und ich würde mal sagen, wenn ich jetzt sage Fenster aktualisieren, dann ist er weg. Ja. Das ist genau der. Das ist der Bug, der dann wirklich zum Verlust führt. Und deswegen mein Tipp im Moment erstmal: Platziert. Schaltet die, wenn ihr noch alle habt, schaltet die lebende Siedlung ab, platziert eure Getreuen, Begleiter, vor allen Dingen eure Handwerker, an die Station, wo ihr sie auch im Auge habt und sehen könnt, okay, da stehen sie jetzt und da sind sie. Ich habe übrigens jetzt nochmal 2 hingestellt, die hatte ich noch nicht ausgepackt. Den Zimmermann und hier meinen Aufseher und einfach um zu zeigen, dass es eben auch funktioniert, wie es soll, sie bewegen sich halt nicht, ist, dass wenn ich hierher gehe, habe ich ihn eben auch zur Verfügung. Das heißt, obwohl er hier am Rad steht, der Aufseher, habe ich ihn hier an der Folterbank, an der Werkbank und hier habe ich zum Beispiel eben auch meinen Zimmermann und ich könnte jetzt hier okay, so rum war's. Ist auch egal. Ich könnte jetzt hier aus Holz Äste machen. Und hier habe ich eine Werkbank. Oh, warum auch immer wird er mir hier den Schmelzer fürs Herstellungstempo hier reinpacken? Ja, kann man machen. Weiß nicht, warum jetzt ausgerechnet den Schmelzer, aber ist egal. Das heißt, im Moment habe ich alle meine Handwerker, die ich wirklich physikalisch habe, positioniert. Und das ist meine Empfehlung, die ich euch jetzt einfach mal mitgebe. Schaltet die lebende Siedlung ab. Bootet durch, startet euer Spiel neu. Auch wenn ihr einen Server für andere hostet, überlegt euch sehr gut, ob ihr als Verantwortlicher, als Admin euch den Stress antun wollt.
Informiert eure Spieler auf den Surfern und sagt, ich schalte ab. Meine Empfehlung, Achtung, überprüft jetzt, ob ihr an alle rankommt. Das war das allererste. Das zweite ist, wenn ihr sie alle seht, positioniert sie bitte auch. Lasst sie nirgends rumstehen, liegen, sitzen, sonst was. So nehmt sie erstmal an die Hand und positioniert sie an die Stellen, wo ihr sie gerne haben wollt. Und wir warten jetzt auf jeden Fall mal eine Reaktion ab, weil ich und andere haben den Fehler bereits gemeldet. Ich habe ihn auch noch sauber dokumentiert mit Screenshots. Mehr kann ich im Moment nicht tun. Ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten. Das heißt, ich werde heute aber jetzt nicht anfangen, zum Beispiel mit der Freya-Quest oder mit der Feng Shui-Quest, sondern ich werde hier noch ein bisschen das Ganze beobachten, noch ein bisschen testen, um zu schauen, inwieweit ich eventuell, ja, ich werde mich vorbereiten, Backup nochmal gezielt ziehen und dann werde ich es bei mir hier wieder scharf schalten, um zu gucken, ob ich irgendwas weiteres an Informationen finde. Das ist mal zumindest der Plan. Okay, ich hoffe, es war informativ. Ja, genau. Es war informativ, was ich rübergebracht habe. Ich hoffe, ihr habt noch keine Verluste und ich konnte mit der Info es verhindern, dass der Fall eintritt. Wenn euch das Video gefallen hat, seid so nett, gebt mir einen Daumen nach oben, schreibt gerne Kommentare. Wie gesagt, Kommentare kritisch ja, aber bitte höflich bleiben. Auch mit dem ganzen Ärger, den das Ganze jetzt mit sich bringt. Und ja, Abo gerne dalassen. Freut mich natürlich immer riesig, wenn ihr es schon habt. Vielen Dank an der Stelle. Und ansonsten wäre es toll, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei wärt. Hier bei Conan Exiles Age of Heroes. Kapitel 1. Ich hoffe, dass das dann eher inhaltlich sein wird und nicht über neue Bugs, die ich gefunden habe. Bis dahin, macht's gut, tschüss zusammen, passt auf euch auf und ihr wisst ja, ne? Immer schön gesund bleiben. Bye, bye.